Wenn auch du dich mit der Frage beschäftigen möchtest, was sind denn die 26 Grundlagen des menschlichen Network-Marketings, des Network-Marketings, welches sich leicht anfühlt, mit dem du gut durch den Tag kommst, mit dem du gut durch die Woche kommst, dass du perfekt in dein Leben integrieren kannst und du eine Möglichkeit hast, eine geschäftliche Aufgabe, eine geschäftliche Herausforderung, eine geschäftliche Umsetzung so in dein Leben zu integrieren, dass es deine ganz natürlichen Verhaltensweisen benutzt, adaptiert und dass du sozusagen auf diesem Weg besser wirst und wie du es sozusagen, wie du Beruf und Privat schön kombinieren kannst, dann bist du heute richtig, denn heute sprechen wir über die zweiten 13 Grundlagen des Network Marketing, des menschlichen Network Marketings. Gestern hatten wir die ersten 13 und die beziehen sich alle auf das Poster, denn da im Network Poster sind sie enthalten, diese 26 Grundlagen. Und ja, heute machen wir die in den zweiten Teil. Und was ich gerade sehe, ist, dass hier in unserem Live-Video bei Facebook, also herzlich willkommen auch bei Facebook und bei Instagram, ich sehe zwar, dass jetzt hier schon einige Menschen drin sind, aber ich sehe nicht einen einzigen Hinweis. Normalerweise habe ich auf der rechten Seite so Bubbles, die sagen, wer da ist und sehe dann auch die Kommentare. Dieser Bereich ist leer. Ich sehe aber ein paar Herzen fliegen und ich schreibe jetzt mal einfach hier ein Hallo rein. Mal gucken, ob ihr das seht. Ah, da ist es. Ah, ich musste einfach nur einmal antippen. Jetzt sehe ich hier, oh ja, wunderbar, das ist jetzt schon einiges. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ja, herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 19. Juli. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid fröhlich aufgewacht und gut in den Start gestartet. Und ja, die sind halt so lang, die einzelnen Teile, die Überschriften, dass ich euch die nur in der Überschrift vorlesen kann, damit ihr Lust auf das Video von gestern bekommt. Gestern war der Donnerstag, der 18. Juli, für die Tatsache, wenn ihr euch nur dieses Video und zeitversetzt anschaut, dann müsst ihr wissen, was ist vorher gewesen. Also am 18. Juli war es. Und das ist die 26 Grundlagen des menschlichen Network Marketing. Kurze Wiederholung der ersten 13. Es gibt einen Startprozess und ein Leben danach. Nummer eins. Nummer zwei, die ersten Erkenntnisse als Networker. Nummer drei, der Fragebogen schafft Startklarheit. Nummer vier, Beginn der Kontaktinventur. Nummer fünf, die Kraft des Launch-Event. Nummer sechs, vermeide den größten Fehler zum Start. Nummer sieben, die Not-Exposed-List ist dein Schlüssel. Nummer acht, die drei Siebe des Networkers. Nummer neun, kein Angebot ohne Bedarf. Nummer 10, die reziproke Frage, eines der wichtigsten Konzepte im Network Marketing und vielleicht auch sogar im Leben. Nummer 11, der magische Rhythmus. Nummer 12, die Bedeutung der Quote. Und Nummer 13, der Sponsorkreislauf. Und ich habe euch gestern mit einem kleinen Hook, mit so einem kleinen Cliffhanger zurückgelassen, dass ich gesagt habe, morgen geht's weiter mit der Eskalationsleiter. Die Eskalationsleiter ist das Ding hier an der Seite, dieser kleine Strich, ja, da steht unten eine 0, oben eine 10. Die Eskalationsleiter du kannst mit der Eskalationsleiter deinen gesamten Begleitprozess gestalten, indem du mit dieser Leiter, in der du auf gewisse Art und Weise nach oben gehst, und reden ja heute nicht über das Wie, sondern über die Learnings, die du in dem Poster ablesen kannst, dass du mit der Eskalationsleiter dich von einem Termin zum anderen arbeiten kannst. Und das ist ein ganz einfaches, eine logische Abfolge von drei Fragen, die du stellst, nachdem du jemandem etwas Neues vorgestellt hast, nachdem du ihn eingeladen hast und ihm dann dein Geschäft oder deine Produkte präsentiert hast. Dann gibt es eine ganz klare Abfolge, wie du mit ihm umgehst. Und das nennen wir die Eskalationsleiter. Das ist das, was du als Sprachcode natürlich auf diesem Poster findest und mit deinem Partner besprichst. Weil immer dann, wenn er ein Problem hat, in den Abschluss zu kommen, wenn er ein Problem hat, den Partner zu begleiten, dann könnte das eines dieser Probleme sein, die er hat. So, jetzt habe ich es genau wie gestern. Ich habe gestern bis 13 nummeriert, aber nicht weiter. Das heißt, das ist die 14. Die 15, die jetzt kommt, ist, ich muss mal eben ein paar Zahlen schreiben. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und 26. So, das haben wir heute vor uns. So, die 15 ist der Abschluss, die Entscheidung.
der wichtigste Teil eigentlich, weil wenn ein neues Interesse, wenn ein neuer Interessent sich nicht entscheidet, wenn er nicht zu einer Entscheidung kommt, dann ist natürlich schwierig. Und das ist hier das Closing. Das wird ganz intensiv bearbeitet, weil die Menschen haben Angst vor dem Closing. Die Menschen haben Angst vor dem Abschluss. Sie haben Angst davor, den Partner, sie haben das Gefühl, wenn sie den Partner fragen, wie er sich denn jetzt entschieden hat, dass das Druck ist. Und das ist überhaupt kein Druck, weil die Menschen brauchen bei der Entscheidung eine Hilfe. Stell dir mal vor, du bist im Mediamarkt und möchtest eine Waschmaschine kaufen. Da bist du heilfroh, wenn du jemanden neben dir hast, der mit dir über die Optionen spricht. Du hast eine Bosch, eine Miele und vielleicht auch noch ein asiatisches Modell, was du gar nicht kennst. Ja, und du hast ja gar keine Ahnung und du kannst die Abwägung der Vorteile nicht vornehmen. Und deshalb ist deine Aufgabe als Networker, als Begleiter natürlich sehr, sehr wichtig, deine neuen Partner auch in diesem Abschluss zu begleiten. Nummer 16, die Bedeutung der Werkzeuge. Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass die verschiedenen Werkzeuge, die hier einsetzen, ob es hier die Listen sind, ob es die aktive Kontaktliste sind, ob es hier die Willing-to-Work-Liste ist, dass die auch richtig eingesetzt werden. Und ich bekomme immer wieder die Frage, wie starte ich denn mit neuen Partnern? Und ich spüre auch manchmal, dass selbst wenn das Poster bei jemandem zu Hause hängt, dass das mehr so ein, ja, das hat fast so eine Art dekorativen Charakter gekriegt. Ja, ich mache Network Marketing, ich habe ein Poster an der Wand. Ich freue mich da tierisch drüber, dass du das Poster hast. Aber eigentlich ist das eine getrübte Freude, weil die richtige Freude ist ja, wenn du dieses Poster jemand anders vorstellst. Und damit meine ich nicht, dass du das nie dafür sorgst, dass er auch dich eine Deko an die Wand hängt. Das ist ja vollkommen blödsinnig. Du musst ja keine Deko haben. Ich möchte, dass das ein Arbeitsmittel ist. Das muss ja etwas sein, was du von mir aus auch als Datei auf deinem Handy hast, wie auch immer. Und das ist das aller Wichtigste, dass du deinem Partner am Anfang dieses Poster erklären kannst. Und deshalb solltest du dir einfach dieses Poster zu einem, das ist sowas wie, ja, ich weiß nicht, wenn du, mir fällt gerade kein Beispiel ein, ich will gerade sagen, ein Grammatikheft oder ein Vokabelheft, um eine Sprache zu lernen. Oder wenn du in der Chemie bist, hast du ja dieses Periodensystem, ja, mit diesen ganzen kurzen zwei buchstabigen Abkürzungen für die ganzen Elemente, diese Elemententafel. Ich glaube, das heißt Periodensystem. So, und das ist auch so ein Ding, da arbeitest du immer mit. Du arbeitest in der Mathematik, arbeitest mit dem Taschenrechner. Das ist so dein Werkzeug, was du immer dabei hast. Und du würdest niemals jemandem Mathematik erklären ohne Taschenrechner. So, und wenn du ein Koch bist, dann würdest du jemandem sagen, schau hier, das ist dein Werkzeug. Und du musst halt jemandem das Werkzeug als allererstes zeigen, weil wenn du ihm am ersten Tag seines Geschäftes dieses Poster erklärst und diese 26 Punkte kennst und weißt, wie wertvoll das ist und weißt, wie die Struktur ist, dann hat er eine Chance, genau das mit seinen ersten Partnern auch zu tun. Egal, ob die nach einem Tag kommen, nach einem Monat oder erst nach einem Jahr, aber er wird wissen, ganz am Anfang hat mir mein Sponsor dieses Poster gezeigt und hat mir gezeigt, worauf es ankommt, dass es einen Startprozess gibt, dass es verschiedene Bereiche gibt. So. Und deshalb sind die Werkzeuge so wichtig, weil die Werkzeuge, die Listen, die wir haben, die aktive Kontaktliste, den Aktivitätsmesser, das Sisi-Blatt, weil wenn wir die einsetzen, hat der Partner sofort das Gefühl von Struktur. Und das ist wichtig. Das 17. ist das System des Unternehmers im Cashflow-Quadrant. Dieses System, dieses Bild hier von Robert Kiyosaki ist eine so unglaublich wichtige Information. Und ich glaube, dass du das natürlich auch auf dem Bierdeckel zeichnen kannst. Du kannst das auch in der Kneipe auf eine Serviette malen. Aber wenn du ein Dokument hast, in dem das abgebildet ist und du jemandem erzählen kannst, schau hier, das sind die meisten Menschen, das sind die Angestellten, danach kommen die Selbstständigen und diese beiden Menschen, die also alle, die auf dieser Seite des Quadranten sind, die besorgen sich oder die arbeiten in einem System, wo sie ein aktives Einkommen haben. Das heißt, sie müssen dafür arbeiten, dass sie Geld bekommen. So, und es gibt die andere Seite. Auf dieser Seite gibt es ein passives Einkommen. Das heißt, hier verdient ein System Geld beim Unternehmer und hier beim Investor verdient Geld, weil er Geld eingesetzt hat, um damit Geld zu verdienen. Und wenn du das System irgendwo hast und du kannst dem neuen Partner zeigen, dem Interessenten, aber auch dem neuen Partner, damit er es an seine Interessenten weitergeben kann, dass das Ziel von Network Marketing ist es, den Angestellten einen Weg ins Unternehmertum zu zeigen, und zwar ein nebenberufliches Unternehmertum. Das heißt, der Angestellte bleibt in seinem Job, aber er baut sich nebenberuflich ein unternehmerisches Handeln auf, nutzt ein vorgefertigtes System, was es schon gibt,
das ist ja das Network-Marketing-System. Er nutzt es nebenberuflich und baut sich etwas auf. Und wenn er gut ist, wenn das klappt, ist das System hinterher größer als das. Und dann kann er sogar seinen Beruf wechseln. Aber das ist nicht unser erstes Ziel. Unser erstes Ziel ist, dass du hier mit diesem, dass jeder mit diesem System, als mit diesem unternehmerischen System, ich sag mal 500 Euro im Monat passives Einkommen sich aufbaut. Wenn das geschafft ist, dann bin ich ganz entspannt, dann sage ich, du, wer es geschafft hat, sich 500 Euro aufzubauen, der schafft auch den Rest. Und ich glaube, es ist fast, weißt du, es ist so wie wenn du jemanden, du hast ein Kind, du hast einen jungen Mann, der kommt jetzt langsam so ins reife Alter und in Amerika darf man ja mit 16 Auto fahren, in Deutschland glaube ich mit 17, mit Begleitung. Und ich stell dir mal vor, du hast deinen Sohn oder deine Tochter, die noch nie Auto gefahren hat. Und das allererste, was du tust, ist, du setzt ihn in den Rennwagen und sagst, fahr mal hier Nordschleife Nürburgring. Das wird wahrscheinlich eine Herausforderung werden und wird wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Das heißt, erstmal muss das Kind lernen, wie die Verhältnismäßigkeit ist. Es muss erstmal lernen, Auto zu fahren. Es muss erstmal lernen, die Grundlagen zu kennen, sonst kommt es ja nämlich nicht weiter. Das ist damit auch gemeint. Also, das ist ein unglaublich wichtiges System, dass man dem Networker erklärt, was es ist. Deshalb liebe ich diese Logik auf diesem Poster. So, jetzt bin ich etwas abgekommen. Hier, Verkaufsstatistik. Ganz, ganz wichtiges Element. Um überhaupt mal klar zu machen, wie die meisten Menschen arbeiten. Und zwar dieser Satz hier ist so unglaublich wichtig. 48% fragen bei einem Interessenten nicht nach. Das heißt, circa 50% aller Menschen, die irgendwann ein Angebot gemacht haben und gesagt haben, hey, schau mal hier, ich habe hier ein Produkt, was dein Problem löst. Du möchtest gerne in deinem Text Dinge hervorhalten und dich an Dinge erinnern. Hier gäbe es einen Marker. So, Problem, Lösung. So, und dann sagt er, oh ja, ist ja interessant. Jetzt gibt es zwei Informationen, die so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Die erste Information ist, ein Kunde kauft nicht beim ersten Kontakt, denn nur 2% aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt. Das steht da. Das heißt, das muss ein neuer Partner wissen. Das muss ein neuer Partner verinnerlichen, dass er sagt, ach echt, das wusste ich gar nicht. Weil mir war das nicht bewusst, bevor ich das hier gelesen, gelernt habe und dann auf die Tafel gemacht habe. Das heißt, wenn nur 2% aller Menschen beim ersten Kontakt was kaufen, aber nur 50% aller nicht mehr nachfragen, heißt es ja, dass für 50% aller Leute nur 2% Umsatz gemacht werden können von potenziellen 100. So, und das ist natürlich eine Verhältnismäßigkeit, die eine Katastrophe ist. Das musst du lernen, darfst du lernen und dann auch einsetzen. Das ist das Schöne. 50% besser als alle anderen heißt, in dem Moment, wo du nur einmal mehr fragst, das heißt also, 2% aller Verkäufer entstehen beim ersten Kontakt, 3% benötigen 2 Kontakte, von 2 auf 3 sind 50% besser. Das heißt, wenn du nur einmal mehr nachfragst, hast du deine Quote schon um 50% verbessert. Das ist doch gigantisch, oder? Ja, und es geht natürlich weiter, weil wichtig ist, 80% aller Geschäfte entstehen zwischen dem 5. und dem 12. Kontakt. Und das ist wichtig für den nächsten Punkt, der Weg in die Spitzengruppe. Wenn du mit deinem Geschäft erfolgreich werden willst, muss dein Partner und du natürlich auch irgendwann lernen, dass er in diese Gruppe braucht, dass er 5 bis 12 Kontakte geplant machen muss. So, jetzt stell dir vor, du hast da jemanden, der ist interessiert in deinem Produkt, du hast dein Produkt, du hast ja dein Produkt und da ist der Partner und der will sich nicht direkt entscheiden, weil er einfach kritisch ist, unsicher ist. Und wir haben ja gelernt, statistisch, er braucht 5 bis 12 Kontakte. Jetzt stehst du da und sagst, oh Gott, was mache ich jetzt? Ich kann doch nicht 5-mal oder 7-mal oder 8-mal den gleichen Satz sprechen. Ich kann doch nicht immer wieder das Gleiche sagen. Du musst doch einen logischen, einen harmonischen, einen Prozess haben, der schön ist, der Sinn macht, der dir auch leicht von den Lippen läuft, der auch dich sozusagen, du sagst, ach ja, stimmt, guck mal, jetzt ist der dran, ich muss den mal wieder anrufen. Du musst doch irgendwie dann hier in dein System greifen, in deine Mappe greifen und sagen, ja, das ist das, was ich tun muss. Übrigens, auf der Rückseite hast du dann auch nochmal das Poster abgebildet. Diese Mappen wird es dann auch bald von uns geben. Diese Arbeitsmappen, wo du eine Struktur findest. So, also das ist total wichtig, dass du ihn, dass du ein gesteuertes System hast, wie du 5 bis 12 Kontakte mit ihm machen kannst. Die Nummer 20, Ehrlichkeit und Fleiß. Das ist meine Lieblingsgrafik auf dem Gesamtposter, weil in dieser Grafik steht eins ganz, ganz deutlich. Und das wirst du sehr selten hören im Network Marketing. Und wir haben uns bewusst für Ehrlichkeit entschieden gegen Marketing. Ich weiß, es gibt so viele Leute, die über mich lachen. Ich weiß auch, dass ich damit ganz viel Geld verschenke, dass ich damit auch die ganzen Menschen nicht abhole, die sagen, oh, wie geil, kann ich schnell Geld verdienen, kann ich schnell richtig reich werden. Oh, will ich machen. Und verkauf denen etwas,
Und dann merken die irgendwann, hat nicht geklappt und hauen ab und reden schlecht über mich. Kann ich nie leiden. Kann ich nicht mitarbeiten. Ich habe noch nie so gearbeitet und ich werde so nicht arbeiten. Das heißt, hier gibt es ein Bild, was du wahrscheinlich so nirgendwo sehen wirst und da steht drauf, du hast am Anfang einen tierischen Aufwand. Du musst ganz viel arbeiten. Das hier ist die Aufwands, die Aufwandslinie. Also das hier ist der Aufwand und das hier unten ist dein Zeiteinsatz. Und da steht 1, 2, 3, 4, 5. 5 Jahre. So, und was wir sagen ist, schau mal hier, du hast einen riesengroßen Aufwand im ersten Jahr. Das hier ist das erste Jahr. Das ist das, was links daneben ist. Das ist das erste Jahr. Siehst du da irgendwo Geld? Ich sehe da kein Geld. Da ist Geld auf Null. Aber der Aufwand ist ganz hoch. Das heißt also, die Wahrheit ist, und wenn du da keinen Bock drauf hast, gehst du jetzt einfach weg und hörst dir andere Trainer an. Die erzählen dir andere Geschichten. Die sind aber nicht wahrer. Du wirst halt einfach, du wirst im ersten Jahr kein Geld verdienen. Und wenn du Geld verdienst, dann bist du entweder eine Ausnahme, dann freue ich mich für dich, oder du nimmst dein Geld und gibst es wieder aus und machst Schulungen, reist zu deinen Partnern, reist zu Firmen-Events, kaufst Produkte, lernst mehr Produkte kennen, kaufst Bücher, gehst auf Seminare, machst was für deine Persönlichkeitsentwicklung, whatever. Das ist Geld, was du ausgeben möchtest. Wenn du es schon verdient hast, super. Ansonsten ist es ein Invest, dann wirst du halt dein privates, dein Geld, was du im Hauptjob hier da verdient hast, dafür ausgeben. Aber wir sagen, du musst ehrlich zu den Leuten sein. Und jeder Networker, der heute erfolgreich ist, ist fleißig gewesen. Und deshalb ist für mich ehrlich und fleißig was ganz Wichtiges. Du hast diese Situation und du kommst dann, wenn du Glück hast. Natürlich geht es auch schneller, aber ich kann dir nicht versprechen, dass es schneller geht. Aber wenn du kleine Tätigkeiten jeden Tag wiederholst und wenn du dir ein System, wenn du unser System nutzt, wenn du dabei bleibst und wenn du arbeitest und arbeitest und arbeitest und fleißig bist, dann wirst du dein Ziel erreichen und wirst im zweiten, dritten Jahr eine solide Basis haben und kannst dann im vierten, sage ich mal, im vierten Jahr anfangen, in die exponentielle Steigerung zu kommen und damit dein Geschäft zu steigern auf einen Wert, den du dir wahrscheinlich vorher nicht vorgestellt hast, weil du alles richtig gemacht hast und dir Zeit genommen hast. Und das große Learning, und das möchte ich gerne einem neuen Partner sofort sagen, denn ich habe doch lieber jemanden, der am Anfang sagt, ach du Kacke, das dauert jetzt aber lange. Okay, ich bin dabei, ich habe Bock. Den habe ich doch lieber als jemand, der sagt, ja, lass uns anfangen, wunderbar, prima. Und der irgendwie jeden Tag ein bisschen mehr abbröckelt und nach einem halben Jahr mir sagt, du hast mir ganz schöne Scheiße erzählt. Du hast mir erzählt, das ging alles ganz einfach und das hat nicht funktioniert. Die Nummer möchte ich nicht. Dies ist nicht meine Welt, so arbeite ich nicht oder habe ich nie gearbeitet. Also werde ich das auch keinem beibringen. So, das heißt also, hier steht in diesem Dings, hier steht drin, die größte Herausforderung ist die verzögerte Belohnung. Das spricht, heute zu arbeiten und erst morgen und übermorgen Geld zu kriegen. Ich kann dir garantieren, dass es kommt. Die einzige Chance, die gibt, dass dein Geld nicht kommt, ist, dass du zwischendurch aufhörst. So, wenn du nicht aufhörst, wird das passieren, egal wie gut du bist, wenn du deine Arbeit machst, wenn du die Kontaktarbeit machst und wenn du vielleicht vorher noch deine Persönlichkeit entwickelst und unternehmerische Mindset lernst, verkaufen lernst, Kommunikation lernst, all die Dinge lernst, die man braucht, was alles möglich ist, und das kann ich dir auch alles erklären, dann wirst du erfolgreich werden. So, das ist prima. Das dauert aber ein bisschen und deshalb sage ich, mach eine Ausbildung und nimm dir mal 2 Jahre Zeit, bevor du nervös wirst. Oh, ich habe gestern was Schönes gehört. Ich muss euch was erzählen. Gestern habe ich mit einer Frau telefoniert, sehr lange. Und es ging um, sie hatte einen anderen Trainer und sie war nicht glücklich und sie wollte gerne wissen, wie sie da rauskommt. Ich habe ihr gesagt, da kannst du nicht rauskommen, du hast eine Entscheidung getroffen. Das ist wie beim Heiraten, ja. Du heiratest, willst ein Leben mit deinem Mann verbringen und irgendwann kommt, also aus der Sicht einer Frau, du heiratest, hast einen Mann, der entscheidet sich irgendwann mit einer anderen Frau zu leben. Kann natürlich auch sein, dass du dich entscheidest, mit einem anderen Mann zu leben, aber in der Regel, klassisch ist ja, der Mann verdient das Geld. So, und du entscheidest, du bist der Mann, deine Frau, du willst mit einer anderen Frau leben, dann hast du halt immer noch für die alte Situation, für die alte Frau, also nicht die alte Frau, sondern die alte Beziehung, dafür wirst du bezahlen, weil du Unterhalt bezahlen musst. So, und du hast aber auch ein Leben mit der neuen Person zu leben. So, und wenn du sagst, ich habe eine Ausbildung bei einem Trainer abgeschlossen, die mich viel Geld gekostet hat, dann hast du eine Entscheidung getroffen. Du hast eine kleine Ehe eingegangen. Und wenn du dann sagst, ja, Markus, ich würde viel lieber bei dir arbeiten, dann ist es zwar eine nette Idee, geht aber nicht, weil ich kann ja nicht dafür, dass du dich irgendwo anders verheiratet hast. Du musst bei mir auch natürlich ja einen wesentlich geringeren Beitrag bezahlen. Also wir redeten da gestern von ein paar tausend Euro. Bei uns zahlst du, wenn du alles bezahlst, was du auch nur bezahlen kannst, bist du mit 478 Euro dabei. Also mehr kannst du gar nicht ausgeben bei uns. Und das ist für 2 Jahre. Also insofern sind wir relativ entspannt, was uns also unseren Wert angeht. Und der Wert ist viel, viel höher als das, was wir an Preisen haben wollen. Aber ich kann das nicht aufheben. So, mit dieser Frau hatte ich gestern ein Gespräch. Und da sprachen wir am Abschluss über Pferde.
Und dann erzählte sie mir, dass sie ein Pferd hat und dass sie jetzt in den Stall fährt. Und ich sagte, ah, wunderbar, dann wünsche ich dir einen schönen Reitabend. Und dann sagt sie, nee, nee, wir reiten das noch nicht. Ich sage, wie? Sagt sie, ja, das ist 3 Jahre alt, es ist knapp 3 Jahre alt. Und ich habe gesagt, also, nach 3 Jahren kann man ein Pferd doch reiten. Sagt sie, nee, wenn du wirklich was von dem Pferd haben willst, Gelenke, Knochen, dass ich das wirklich ausbilden kann, dann sollte man ein Pferd, na, 5 Jahre sollte ein Pferd Wachstumszeit haben, sonst kann das bleibende Schäden haben und dann hat man wirklich was von dem Pferd. Und ich so, das ist ja mal das Geilste, was ich heute gehört habe. Du hast mir gerade meinen Tag, you made my day. Sagst du, wieso? Ich sage, schau mal, es gibt also Menschen, die kaufen sich ein Fohlen, mieten dafür einen Stall, füttern es, pflegen es, gehen da laufend hin, führen das rum, dass es Bewegung kriegt, weil es ja nicht nur im Stall stehen kann. Und nach 5 Jahren setzen sie sich das erste Mal drauf zum Reiten. Ist das wahr? Ja, so ist das. Ich sage, hörst du mir zu? Spürst du nicht die Analogie zum Network Marketing? Stell dir doch mal vor, du kaufst dir ein Fohlen, und dann sagst du dir, wenn ich das erste Mal auf dieses Pferd steige, wenn ich das erste Mal auf dieses Fohlen steige, und wenn ich das erste Mal dieses Pferd reite, dann bin ich finanziell komplett eigenständig, dann bin ich komplett unabhängig, dann habe ich mir ein passives Einkommen aufgebaut, dann lebe ich ein wunderschönes Leben und mein Pferd, mein Fohlen, mein herangewachsenes Pferd ist sozusagen meine Sanduhr, ja, oder mein Taktgeber. Ich weiß, dass mein Pferd Reife braucht, um geritten werden zu können. Und ich weiß auch jetzt, dass mein Network-Marketing-Geschäft Liebe, Ruhe, Betreuung, Pflege braucht, um erfolgreich, um mich durchs Leben tragen zu können. Ich fand diese Analogie so unglaublich toll. Die kann natürlich keiner nachvollziehen, der nichts mit Pferden zu tun hat. Vielleicht löst sie was aus. Und ich habe dann mit jemandem darüber gesprochen und ich habe gesagt, schau mal, ist das nicht ein schönes Bild? Und dann sagte die Person, die sich auch für Pferde interessiert, sagte sie, ja, ist interessant, schöner Vergleich. Und dann sprachen wir weiter und dann sagte sie mir, ja, wir wollen auch ein Pferd kaufen. Und dann hat sie mir ein Bild von dem Fohlen, also von dem Fohlen geschickt, was sie kaufen möchte. Und dann habe ich gesagt, schau dir doch jetzt mal die Situation an, schau doch mal dran, könntest du dir vorstellen, dich auf dieses Fohlen zu setzen, bevor es 5 Jahre alt ist? Und in dem Moment, nur also in diesem Moment, ist bam, das Beispiel angekommen und sie hat gesagt, boah, so habe ich das noch gar nicht gesehen. So in der Tiefe habe ich das noch gar nicht verstanden. Das ist wunderbar. Das heißt, dieses Beispiel ist halt für alle Pferdeliebhaber. Schreibt euch das auf, weil wenn ihr in eurem Team jemanden habt, der ungeduldig ist und Pferde kennt und Pferde liebt, der wird genau dieses Bild mögen. Und deshalb ist für mich Ehrlichkeit und Fleiß, das ist unser Punkt 20, so ein unglaublich wichtiges Thema, was auch echt Zeit braucht in der Ausbildung. So, der nächste Punkt, die 21, das ist das Unternehmer-Mindset. Die meisten Menschen, das kannst du auch hier ablesen, also es ist mehr so ein generelles Thema, das setzt sich zusammen aus dem hier, aus dem Prozess, aus dem gesamten Prozess, den wir haben, das ist das unternehmerische Mindset, weil die meisten Beginner im Network-Marketing, die arbeiten halt als Angestellte, die haben auch ein Angestellten-Denken und du brauchst halt nicht nur, ich beschreibe hier nicht nur, dass wir versuchen als Networker, den Angestellten ins Unternehmersystem zu bringen und ihnen das anzubieten, sondern du brauchst auch das Mindset eines Unternehmers. Denn jemand, der ein System sich aufgebaut hat, der hat definitiv eine ganze Zeit lang gearbeitet, ohne Geld zu verdienen und hat die verzögerte Belohnung in Kauf genommen und wird hinterher davon leben können, besser leben können und sich anders orientieren. Und das ist das, was ein Unternehmer ausmacht, dass er investiert in sein Leben. Und investieren heißt nicht immer nur Geld, investieren heißt vor allen Dingen auch Zeit und Energie und Kraft. So, 22, der Cashflow-Quadrant. Der Cashflow-Quadrant selber ist mein Bezug auf Robert Kiyosaki. Ich finde, dieses Buch zu lesen ist unglaublich wichtig, weil damit hat man eine sehr starke, man bekommt den Blick auf, man guckt sozusagen von oben auf die Welt. Man guckt von oben auf die Welt und schaut sich an, wie die Welt strukturiert ist. Und mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, wenn ich sage, wenn du alle 4 Bereiche des Cashflow-Quadranten kennengelernt hast,
und ich dir dann die Frage stelle, stell dir mal vor, du könntest es dir aussuchen, in welchem Quadrant du geboren wirst. Und du würdest praktisch so mit dem Storch über eine Stadt fliegen und er kann sehen, ah, Unternehmerhaushalt, Angestelltenhaushalt, Selbstständigenhaushalt, Investorenhaushalt. Wo soll er dich absetzen? Wo soll er dich hinbringen, der Storch? Wo soll er dich in den Tube, in der Windel ablenken? Und das ist ein spannendes Thema. Das würde ich mir wünschen, dass du das mit jedem neuen Interessenten besprechen kannst. So, dann die Nummer 23. Also das 23. ist planen, messen und anpassen. Die Tools, die wir haben, vor allen Dingen der Aktivitätsmesser ist halt so ein unglaublich wichtiges Werkzeug. Und ich habe es euch gestern schon gezeigt. Das hier sind die Ergebnisse unserer Langzeit-Coaches, der Menschen, mit denen wir ein ganzes Jahr zusammenarbeiten. Und wir alle Vierteljahr gleichen wir die Ergebnisse ab. Und es ist so unglaublich erstaunlich. Jeder, der dabei ist, wächst. Jeder. Jeder wird besser. Jeder hat mehr Kunden. Jeder hat mehr Partner. Die einen schneller, die einen sind auf einem ganz geringen Niveau und fangen ganz langsam an. Und die anderen sind auf einem hohen Niveau und haben auch direkt großes Wachstum. Was aber alle sagen ist, ich wäre nie auf die Idee gekommen, so präzise zu planen, zu messen und dann mein Verhalten für die nächste Woche oder für den nächsten Planungszeitraum anzupassen. Und jeder hat gesagt, und das schwöre ich euch, jeder sagt, wenn ich euch und eure Planungsmethode nicht kennengelernt hätte, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und das in ein Team zu transportieren, das an dein Team weiterzugeben, und zwar als allererstes, die erste Woche mit ihm einen Plan zu machen, was tust du? Das ist natürlich so eine Grundlagenarbeit, die deinem Team helfen kann, vom ersten Tag richtig zu starten. Und wenn du das Glück hast, schon ein Team zu haben, ja, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil du musst deinem Team jetzt auf einmal erklären, dass du ein System gefunden hast, was du jetzt anwenden wirst, was sie am besten auch anwenden. Ja, und das ist natürlich nicht so einfach, weil die Leute springen ja nicht, sind ja alles Selbstständige, sind ja alle freiwillig hier. Die springen ja nicht nur, weil du sagst, auch ich habe da eine Idee. Also Vorbild sein, es einfach tun. Und sie merken auf einmal, wie du über das Thema sprichst, wie du neue so einarbeitest und du hast dann praktisch dich als alten Hasen, als Silberrücken, du machst es. Dann kommen von dir neue Partner dazu, die machen es. So, und die Leute in der Mitte, die werden sich irgendwann orientieren müssen. Weil die Neuen, die werden sagen, ja, wie machst du das denn nicht? Das klappt doch super. Du machst es. Also glaube ich, entsteht da so ein gewisser Sog und du wirst auch dieses Mittelfeld mitnehmen können. Die werden auch irgendwann kommen, weil du es ihnen vormachst. Also die Mittel, die Logik des Messens, Plans, Messens und Anpassen finde ich unglaublich cool. So, dann ein ganz wichtiger Satz ist das hier. Du hilfst deinen Partnern, ihr Geschäft aufzubauen. Du hilfst deinen Partnern, ihr Geschäft aufzubauen. Wenn deine Partner ihr Geschäft nicht aufbauen, lass sie. Das ist so unglaublich befreiend, weil einer von 10 arbeitet wirklich, 9 arbeiten nicht. Und letztens habe ich in einem Interview mit Jim Mentor, der hat wiederum auch von einem Gespräch gesprochen, was er geführt hat mit einem sehr erfolgreichen Networker. Und er hat gesagt, einen Menschen kannst du vielleicht noch tragen. Wenn du ein richtig stabiler, großer Typ bist, kannst du vielleicht auch 2 Menschen tragen. Aber im Leben würde es dir nicht möglich sein, 3, 4 oder 5 Menschen durch dein Leben zu tragen. Und das ist die größte Anstrengung, die die meisten Networker, die motiviert sind, haben, dass sie sich die Arbeit der anderen mit aufladen, dass sie die anderen Menschen durch ihr Leben ziehen und dabei selber die meiste Energie verlieren. So, und deshalb ist dieser Satz so unglaublich kraftvoll. Nur, ich kann natürlich ihn nur sagen, anwenden muss ihn jeder. Wenn du Partner hast, die nicht arbeiten wollen, dann lass sie ganz einfach. Dann lass sie. Ja, und das ist etwas, was wir gerne in unseren Kursen auch weitergeben, was wir auch immer wieder vermitteln, damit du es auch das 3., das 4., das 5. und das 10. Mal hörst. Auch du triffst vielleicht erst eine Entscheidung nach dem 5. bis zum 12. Mal hören. Kann ja auch sein. Dass du einfach weißt, lass Leute, die nicht arbeiten, einfach zurück und geh weiter. Ja, das ist nicht unmenschlich, das ist dein Leben. Du bist hier in einem Business, du bist ja nicht in der Wohlfahrt, du bist auch nicht in irgendeiner Pflegeeinrichtung, sondern du bist hier, um dein Geschäft aufzumachen. Und das Schöne ist, du kümmerst dich so sehr um andere Leute, dass du mit Herzlichkeit sagen kannst, du, ich bin für dich da, ich will dich ja nicht rausschmeißen, aber meld dich einfach, wenn du Lust hast, meinen Weg mit mir zu gehen, dann gebe ich dir wieder meine Hand, aber ich muss jetzt einfach weiter, ich habe was zu tun, weil ich muss mich um die kümmern, die Bock aufs Geschäft haben. So, das nächste ist, lass Events für dich arbeiten. Das hier ist Events promoten. Das ist dieser Punkt, der hier draufsteht.
Ein Event hat eine solch unglaubliche Kraft. Ein Event ist das, was bei vielen Menschen, auch bei mir, einfach so ein Auslöser immer wieder ist. Jedes Mal, wenn ich von einem Event gekommen bin, hatte ich neue Energie, weil ich auf diesem Event einfach das Gefühl kriege, alle um mich herum haben mal eine Entscheidung getroffen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin nicht der Einzige, der diesen Weg geht. Ich werde eine Bestätigung bekommen für die Produkte meiner Firma. Wahrscheinlich stellen sie mir auch neue Produkte vor. Ich werde eine Bestätigung dafür bekommen, dass das Mindset und dass die Vision und die Werte der Firma toll sind. Ich kann mich mit meinen Kollegen austauschen. Also nach einem Event war ich immer wie aufgeladen. Ich war wie wenn du so ein Wecker, ja, du drehst den auf und dann ist der hinterher voll geladen und du gehst halt in die nächste Runde. Und das kannst du alleine deinem Team einfach nicht bieten. Ja, die hören immer die gleiche Rede. Deshalb sage ich auch, nutz uns für die Ausbildung von deinem Team und nutze die Events für die Motivation von deinem Team. Und du bist eigentlich nur die Leitplanke. Du bist derjenige, der das intakt hält. Du bist derjenige, der sagt, was hast du getan? Wie hast du es getan? Kann ich dir zur Hilfe? Kann ich dir zur Hilfe stellen? Und er sagt, ja, ich weiß nicht, was ich weitermachen soll. Dann bist du der ihm empfiehlt. Schau dir mal das Video von Networker Herzblut an. Schau dir mal diese Aufzeichnung an. Boah, die Frage, die du da stellst, die habe ich letztens gesehen. Die haben die beantwortet in einem der Coachings. Da kannst du da mal hingehen. So, das ist deine Aufgabe, finde ich. So, und das Letzte ist Ziele und Visionen. Ziele und Visionen, das ist also hier das, was daneben hängt, ist ja das Vision Board. Und das Vision Board hier bei mir hängt da hinten an der Wand. Ich zeige es mal eben, da drüben hängt das Vision Board. So sieht das Ganze aus. Natürlich auch für Instagram, einmal kurz, da ist das Vision Board. Da seht ihr es. So. Natürlich ist das nicht, muss das nicht so sein. Ne? Ne? So wieder gerade. So. Natürlich muss das ausgefüllt sein und nicht hier als Muster bei mir an der Wand hängen. Wenn du kein Ziel hast, wenn dein Partner kein Ziel hat, wenn deine neuen Partner nicht genau wissen, wo sie hinwollen, ist das sowas wie eine Navigations-App in dem Handy, in die du kein Ziel eingibst. So, und das ist halt einfach nicht, funktioniert halt einfach nicht. Da müssen wir auch nicht irgendwie groß dramatisch werden. Wenn einer in sein Navi kein Ziel eingibt, wird er nicht ankommen. Wenn einer im Network Marketing kein Ziel hat, wird er nicht ankommen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, da geht nichts. So, das heißt, wenn du Erfolg haben möchtest, brauchst du Partner. Wenn du Partner haben möchtest, die erfolgreich sein wollen, die du dir erfolgreich wünschst, brauchen die ein Ziel. Wenn die kein Ziel haben, wird es nicht passieren. Das heißt, deine Aufgabe ist es, sie so lange dazu zu motivieren und ihnen klar zu machen, dass ein Ziel Sinn macht. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Da haben wir drüber gesprochen. Das bilden wir aus. Wie schaffst du es, dass du ein Ziel findest und dass dein Partner ein Ziel findet? Und was tust du, wenn das nicht tut? Ja, am besten lässt ihn da, wo er ist, ohne Ziele zurück. Ja, dann träumt er halt weiter durch dein Leben. Weil im Marketing grundsätzlich muss man sich immer entscheiden, für welche Zielgruppe. Everybody's Darling ist Everybody's Depp. Hast du vielleicht schon mal gehört. Du kannst nicht jedermanns Liebling sein, du kannst es nicht für alle richtig machen. Network Marketing, also hier Networker Herzblut, wir haben eine ganz klare Ausrichtung. Wir werden unsere Menschen, die wollen, die mit Network Marketing erfolgreich werden wollen. Das ist unsere erste Zielgruppe. Alle anderen, die sich das nur mal angucken wollen, die das mal versuchen wollen, haben bei uns nichts zu suchen. Dann wenden wir uns an die. Wir wenden uns nicht an die, die Multimillionär werden wollen. Die wollen nicht an die Leuchttürme, sondern wir wenden uns an die, die 500 Euro verdienen wollen. Ich weiß, wir machen unsere Gruppe kleiner, aber ich verspreche dir, dass es auch für dich viel erfolgreicher ist, wenn du mit einer kleinen Gruppe arbeitest und die punktgenau betreust, anstatt dass du eine große Gruppe hast und hast Angst, jemanden zu verlieren. Ich will keinen haben, der hier reinkommt und sagt, ich möchte schnell Geld verdienen, ich möchte Multimillionär werden. Das kann er bei uns lernen, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, jemandem zu zeigen, wie er 500 Euro verdient. Und zwar ehrlich. Und ihm auch ganz klar zu sagen, du bist nicht geeignet. Ich sage ja immer wieder, ich glaube, ich gehöre zu denen, die wegen dem mehr Leute mit Network Marketing aufhören als anfangen. Weil wenn ich dazu beitrage, dass du eine Entscheidung triffst und du sagst, ey, das ist mir alles viel zu anstrengend, viel zu schwer. Ich stelle mir doch nicht einen Fohlen in den Stall, 5 Jahre lang, zahl das Futter, zahl die Box, fahr da alle 2 Tage hin, um das Ding sauber zu machen. Dann lege ich da einen Sattel drauf, ohne zu reiten, damit es sich einfach mal an den Sattel gewöhnt. Für das einmal am Tag irgendwie eine Stunde im Kreis rum und das 5 Jahre lang, damit ich irgendwann auf dem Hottehüder reiten kann. Meine ich. Super, dann lass es. Ja, wenn du sagst, ich bin nicht bereit, dich 3, 4, 5 Jahre lang für deine Network Marketing, für deine Zukunft einzusetzen, du, dann lass es. Ist nicht schlimm. Ich bin auch nicht ironisch. Du wirst irgendwie eine Rente kriegen, du wirst irgendwie dein Leben irgendwie gestalten. Wie auch immer. Vielleicht machst du halt bis du 90 bis Nebenjobs.
Das ist alles in Ordnung. Aber wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte gerne lernen, wie Network Marketing geht. Ich möchte das menschlich machen. Ich möchte das auf eine Art und Weise machen, die cool ist. Ich möchte einen haben, der meine Leute ausbildet. Ich will ein System haben, was vom ersten bis zum letzten Menschen funktioniert. Ich möchte, dass das menschlich, wertvoll, warm und sympathisch abläuft. Ich möchte stolz auf mein Geschäft sein. Ich möchte sagen können, das ist das coolste Geschäft, was ich je kennengelernt habe und mich nicht verstecken müssen auf einem Geburtstag, auf dem ich eingeladen bin von meiner Familie und dass die mich schon nicht mehr einladen, weil sie Angst haben, ich hole gleich meine Produktflaschen raus oder die Pröbchen oder was auch immer und verteile die. Nein, du willst cool sein. Du willst, dass die Leute zu dir kommen und sagen, ja, was machst denn du da eigentlich? Was ist denn das Cooles da? Du bist immer so entspannt und so. Ja, dann sage ich dir, komm zum Networker Herzcoach, du bist hier richtig. Lass uns über den Coach sprechen. Lass uns über dieses super spannende Tool reden. Es ist nur ein Blatt Papier, aber es wird dein Leben verändern, wenn es an deiner Wand hängt, an der Wand deiner Partner hängt. Weil schau dir mal diese Bücher an. Ja? Wann guckst du dir dieses Buch an, in dem du es rausholst? Wann guckst du dir eine CD an, da oben stehen, nee, da oben, da sind ja noch mehr Bücher, ne? da oben stehen DVDs, wann gucke ich mir eine DVD an, indem ich sie ins Gerät lege? Habe ich überhaupt noch einen DVD-Player? Nein, ich mache alles online, ich streame alles, habe ich gar nicht mehr. So, das Poster hängt an deiner Wand, das siehst du permanent. Das ist immer wieder so, oh, habe ich heute schon was für mein Geschäft getan? Oh, was habe ich heute noch nicht getan? Oh, wo sind meine Partner? Bleib stehen und sag irgendwo. Zeig drauf und sag, wo bin ich hier? Ah, Exposed List. Was weiß ich zur Exposed List? Ist die überhaupt existent oder ist das eher so ein Gedankenkonstrukt? Ah, das sind die Menschen, die wissen, dass ich Network Marketing mache. Tipp woanders hin. Was ist das? Ah, wie gehe ich mit Kontakten um? Was ist Tool Termin? Weißt du, mach irgendwas mit diesem Ding, aber bleib in Aktivität für 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. So, das waren eure 26 Stück. 13 gestern, 13 heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt was gespürt. Der Code fürs Networking ist einmal aufgeschrieben. Er wird sich wahrscheinlich nicht verändern, weil er ist seit 70, 100 Jahren gleich. So funktioniert menschliches Miteinander. Und ja, da hat ein Unternehmer mal was für euch aufgeschrieben. Ihr könnt es nutzen. Ich freue mich, wenn ihr Lust an uns habt und weiter dabei bleibt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch, uns allen, dass wir uns am Montag frisch und gesund wiedersehen. Und sage alles Gute für ein schönes Wochenende. Euer Markus Mika aus Köln. Liebe Grüße, einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Ja, jetzt mache ich mal hier Instagram aus. Ne? Und jetzt dürft ihr auch gehen. Ich schmeiße euch jetzt aus meinem Call hier raus. Tschüss.